Yo, man. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Tim Schneider und mir als Ihre Referenten an der Volkshochschule Erbstadt. Oh, das darf man sicher nicht. Jetzt haben wir eine Volkshochschule geworben. Ja. Nein, sind wir nicht. Frage für YouTube, also für unseren Blog. Hallo Martin, du berichtest immer wieder davon, dass Krankheitsbehandlungen in größeren Teichen sehr teuer sind. Wäre es beispielsweise möglich und sinnvoll, die Kois vorübergehend in ein Hälterungsbecken zu setzen und dort die zum Beispiel Parasitenbehandlung durchzuführen? Man lässt die Fische für 1 bis 2 Wochen in dieser Hälterung, es wird weniger Medikament benötigt und nach der Behandlung kommen die Fische zurück in den Teich. Gruß von Tim. Der heißt wie ich. Kannst deine Eltern sagen, dass sie unkreativ waren. Ja, den Namen gibt es zwei. Völliger Quatsch, würde ich auf gar keinen Fall machen, weil wir müssen uns ja immer angucken, warum haben die Koi Parasiten. Da ist Stress in jedweder Form einer der Hauptauslöser, einer der Hauptgründe. Das kann sein Stress durch Vergesellschaft, Stress durch schwankende Wasserparameter, Stress durch schlechtes Futter, durch zu viel Futter, durch zu wenig Futter. Stress in jedweder Form wird immer dazu führen, dass die Parasiten, die in jedem Bestand sind, und das müssen sich wirklich alle mal verinnerlichen. Wir kennen keinen Koi-Bestand, wo 0 Parasiten da sind, und darum heißen die Parasiten opportunistisch. Die warten auf die Gelegenheit, bis das Immunsystem der Koi, die Abwehrkräfte sinken, und dann vermehren die sich schlagartig. Und jetzt stellen wir uns vor, was passiert. Wir stopfen die Koi alle schön in ein Hälterungsbecken, sparen Medikamente und nach der Zeit setzen wir sie wieder zurück in den Teich. Die Fische haben so einen gigantischen Stress. Gerade die Zeitdauer von 2 Wochen ist eigentlich die Zeitdauer für eine Stressreaktion. Da könnte man sogar auch das Glück haben, dass man den Krankheitsausbruch oder eine Verschlechterung der Situation oder nicht vielleicht der Situation, die ich behandle, sondern von einer ganz anderen Situation, dass das in den 2 Wochen auch noch auftritt. Also sowas würde ich auf gar keinen Fall tun. Zumal noch ein Faktor dazu kommt, die Parasiten, gewisse Parasiten haben Schwärmer, die dann auf freiem Wasser sind. Also die müsste man dann auch, müsste man den Teich theoretisch auch behandeln. Keine Ahnung, ob diese Parasiten jetzt 2 Wochen da drin überleben könnten oder nicht. Aber genau diese Stressmomente den Fischen zumuten, geht gar nicht. Auch im Hinblick, man sollte ja auch irgendwann wieder mit der Fütterung beginnen, gerade wenn es warm ist. Da muss man sich überlegen, das Risiko, man packt plötzlich Fische, die vielleicht seither auf 20.000 Liter geschwommen sind, packt man die dann auf 2.000 Liter. Das im Sommer bei hohen Temperaturen, wir haben ja x-fach gezeigt, wie schwer es ist, bei hohen Temperaturen den Sauerstoff ins Wasser zu bekommen. Also ich könnte Ihnen jetzt 100 Gründe nennen. Wenn Sie jetzt schon Ihren 50.000 Liter Teich haben, dann sind Sie im Prinzip darin gefangen, mehr oder weniger. Und dann hat man natürlich auch bei Aufsalzen oder sonstigen Medikamentenbehandlungen eher schwierig oder es wird halt teuer. Siehst du das? Genau so. Man versucht zu verschlimmbessern, aber es bringt im Endeffekt einfach gar nichts. Es ist wichtig, das Milieu, in dem die Fische schwimmen, zu behandeln. Okay? Was schon? Du holst einen Kugelschreiber, ich mache hier einen aus.